große Augen, als sie auf den Computer schaut. Mercedes Pacheco führt mit 9,8. Ist das auch für dich ein bisschen überraschend? Ja. Schon, ne? Ja, vor den Guten, also Gorgian, Piskun, Milosevici. Von denen erwartet man eigentlich mehr Leistung. Und dass sie vorne sind. Jetzt eine Spanierin vorne. So, und jetzt schauen wir auf den Fernsehschirm miteinander. Da wird noch präpariert. Oksana Fabrychnova, schaust du ein bisschen auch in diese Richtung? So, wir machen weiter mit dem stufenbaren Finale mit Oksana Fabrychnova und die Julia Stratmann. Beste Turnerin des DTB, das kann man mit Fug und Recht derzeit behaupten. Da muss sie gar nicht hinter dem Berg halten mit ihrer Leistung, denn im Mehrkampf ein 13. Rang bei Europameisterschaften, das kann sich mehr als sehen lassen. Schon zufrieden? Ja. Gute zweite Halbzeit, gute zweite Partie gemacht, nach etwas zähem Beginn eigentlich. Was gab es da für Hinweise von der Trainerin nach den ersten beiden Übungen? Oder von Dr. Peter Kozurek, deinem Heimtrainer? Ja, Herr Kozurek hat mich an den ersten zwei Geräten betreut, also an Sprung und Barren, am Wagen und Boden Frau Sauer dann. Aber ja, das Einzige, was die meistens sagen, ist, dass ich ruhig bleiben soll, mich nicht nervös machen lassen soll. So, jetzt Oksana Fabrychnova, Julia. Schau einfach mit dazu. Sehr hoher Gingersalto. Die Katschew-Grätsche. Leichtes Nachdrücken. Und der Abgang. Doppelsalto, Doppelschraube. Wie hat dir die Übung gefallen? Starke Übung. Starke Übung. Gibt es zu Hause bei dir auch Momente, wo du vielleicht Videoaufzeichnungen hast und dich dann solche Übungen mal anschaust, um so ein bisschen Anhaltspunkte zu haben? Ja, ich habe viel von früher, von Weltmeisterschaften und so. Ne? Wenn ich mal Zeit habe zu Hause, gucke ich schon mal rein. Wie läuft eigentlich, Julia, ein Tag so ab? Erzähl uns ganz einfach mal, wie das Trainingsprogramm aussieht, der Tagesablauf mit der Schule, wie das beginnt, wann das endet, wie groß der Anteil des Trainings ist, wenn du in Kienbaum bist im Training. Nur wenn wir im Trainingslager sind oder wenn ich zu Hause bin. Am Trainingslager? Ja, dann ist meistens gegen 8 Uhr Frühstück. Ja, und an manchen Tagen haben wir dann Schule, dann gehen wir nach dem Frühstück in die Schule. 3-4 Stunden oder wie lange ungefähr? Ja, bis zum Mittagessen dann, gegen 13 Uhr, haben wir dann Schule. Meistens die Fächer, die wir, in denen wir ja, sowas wie Nachhilfe brauchen oder Unterstützung. Dann haben wir Mittagessen, dann haben wir ein bisschen Zeit.